Wie kann es anders sein? Es ist wieder soweit. Ich fahre nach Wien und ich sitze natürlich an einem Bahnhof, wie man hier hinten von der schönen Länderspiegelung von der Scheibe sieht. Aber es ist tatsächlich ein anderer Bahnhof als das letzte Mal. Wird geil. Hallo, Lift. Die erste. Ich stehe jetzt hier um 5.35 Uhr direkt vor der tollen Hütte und wollte eigentlich den Sonnenaufgang ansehen. Was passiert? Obwohl gestern Abend keine einzige Wolke mehr war, sind jetzt überall Wolken und ich habe keine Ahnung, was mein Fisch, die Sonne überhaupt sichtbar ist, beziehungsweise ob der nicht schon aufgegangen ist, obwohl wir nachgeschaut haben. Eigentlich ist er auf 47 und jetzt ist es noch davor, aber es ist schon verdammt hell, wie man sieht. Ich habe keine Ahnung, ob wir nicht schon zu spät dran wird. Und die Rosen sind einfach nur Wolken. Es ist totaler Schwachsinn und irgendwie steht für die Belichtung nicht wirklich eingestellt, was auch ziemlich blöd ist. Egal, mal schauen, ob sich da was tut. Jetzt hier im Hintergrund sieht, meine Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, irgendwie sieht man es nur noch krasser. Die Sonne sieht man jetzt hier zwar nicht, aber eigentlich ist die Sonne ein fetter roter Ball, den man da im Hintergrund sieht. Das ist urkrass. Genau jetzt ist die Sonne hinter einer Wolke verschwunden. Super! Und sie taucht gerade wieder auf. Diese Wolke ist echt saudämlich platziert. Das ist jetzt der Moment, wo ich leider die Sonnenaufgangsaufnahme abbrechen muss, wie man jetzt im Hintergrund sieht. Sieht man mich nicht mehr. Die Sonne ist jetzt so weit am Himmel. Bis dahin habe ich irgendwie versucht, einigermaßen noch genau aufzunehmen, aber jetzt verreckt mir leider ein Handy-Akku. Und auf dem iPad kann ich auch nicht weiterfilmen, weil der hat auch keinen Akku. Und auf der Roller kann ich jetzt nicht weiterfilmen, weil ich die nicht griffbereit habe. Richtig dumm eigentlich. Ich hätte es vielleicht etwas durchgeplanter machen sollen. Aber egal. So, ja, das ist dann jetzt wohl das Ende. Jetzt sind wir bei 40. Was machst du überhaupt gerade? Gas reinpumpen. Nein, der hat einen selben Funkgeschirr. Bei wie viel soll ich vorher sagen? 55. Feuer. Fick dich.
Hallo. Freude. Er funktioniert noch. Aus sind schon. Qualität ist eh super. Ja, okay. Oder ist es auch so verwackelt im Video? Oder sieht man das? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausgeführt. Es regnet einfach. Und wir wollten heute eigentlich grillen. Deswegen ist uns der Regen soweit gesehen eigentlich auch ziemlich egal, denn. Wir grillen trotzdem. Man sieht auch schon. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut man sieht, aber man sieht, es könnte funktionieren. Genau. Ich will auch nicht ins Video. Ach so. Schau dir diese Spinne an. Holy. Was war noch einer auf der anderen Seite, gell? Bist du hässlich? Du bist so hässlich. Hallo, ich koche heute eine italienische Nudelsuppe. Leider muss ich dazu sagen, ich habe das vorher noch nie gemacht. Aber ich habe das Rezept und ich würde vorschlagen, wir probieren das einfach mal. Ich bin gerade dabei, Zucchini zu würfeln, auch wenn das keine Würfel sind, sondern Scheib. Die muss ich dann jetzt anbraten. Das mache ich in diesem großen Missionarstopf da. Leider, wir hatten vorher noch eine Zucchini mehr, aber die wurde gerade eben aufgegessen von der werten Kamerafrau. Und jetzt kommt das nächste, nämlich die Brühe herrichten. Moment, dieses Brühwürfel hier, der ironischerweise gar kein Würfel mehr ist. Ah, heiß! Du musst eigentlich noch weiterhin auf der Herdplatte stehen, um die Brühe zuzubereiten. Ist das normal? Meine Stimme schneidet so aus. Das löst sich da jetzt auf und bildet die Grundlage einer gesunden Ernährung. Gleichzeitig da dazu, während das hier verwühlt werden muss und wahrscheinlich eigentlich auch weiterkochen sollte, fangen wir schon mal mit dem viel wichtigeren an, nämlich die Zucchini zu braten. Das machen wir auf dem großen Feuer und dafür brauche ich natürlich wieder meine Pistole und dafür nehme ich die Platte hier hinten. Vielleicht hilft ein kleiner Schuss Wasser bzw. Reinigungsbenzin, dass sie nicht sofort anbrennen. Der Nachteil an einem Gasherd ist übrigens, dass es einen beim Kochen saumäßig warm wird, weil da unten ja offenes Feuer dran ist. Und es die ganze Sache an sich eher sehr uncool macht. Und ich finde es irgendwie doof, dass wir keinen richtigen Kochtopf da haben. Also Kochtopf haben wir natürlich schon, aber keinen richtigen Löffel. Kannst Kamerakind spielen, wenn du willst. Die Brühe kocht einfach weiter, obwohl sie nicht mehr auf Feuer steht. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Zuerst, wenn ich noch eine frische Pfanne anbatze, muss nämlich noch Zwiebeln und Knoblauch anbieten. Ja, das ist echt Küchendienst. Ja, schon. Sehen wir schon mal, also knoblauchmäßig habe ich das jetzt theoretisch zur Verfügung. Ich würde auch nicht nehmen. Der optimale Küchengehilfe. Hausmega. Ich bewundere die Menschen, die regelmäßig kochen, dafür, dass sie das so gut koordinieren können alles. Ich kann es nämlich nicht. Hier unten ist übrigens direkt die Brühe. Das ist eine dumme kennenlernen, du wirst die ganze Zeit lachen bei dem Typen. Das ist dumm nicht. Kannst du schon mal die Pfanne und der Butter eventuell drauf tun? Das wäre sehr hilfreich. Ja, ich werde das Knoblauchding da drin machen. Das könnte man natürlich auch angehen, ja. Wie kann ich das machen? Butter. Wo ist die Butter? Schaut übrigens überaus professionell aus, was du hier machst. Nein, da wird es viel schneller gehen. Vor allem dein Handy als Schalablage. Timing ist alles. Und ich hab's schon mal verkackt. Die anderen haben sich eigentlich extra wenig Knoblauch gewünscht. Wir nicht. Deswegen gibt's jetzt unglaublich viel Knoblauch. Und einen Sargstück mit dem Finger. Man darf gespannt sein, was da rauskommt. Sau brauchen wir übrigens nicht, denn das Ganze ist heute ausschließlich vegetarisch und das, obwohl ich wahrscheinlich der größte Fleischfresser dieser Welt bin. Machst du sehr gut. Wie du die Hand, also wie du mit dem Löffel umgehen kannst, jetzt brennen die Augen. Was? Jetzt brennen die Augen. Ja, merke ich, was du meinst. Wenn ich jetzt hier ganz professionell rühre, schaue ich nach, was als nächstes kommt. Du kannst das, nimmst du denn nicht das da? Das stört die Pfanne nicht so. Auch wenn man mit der Ecke nicht so schwimmen kann. Das war der letzte Diensteinsatz für die Pfanne, die kann ich jetzt hier unten abstellen.
Und jetzt kommt das Geilste. Jetzt wird das hier nämlich im Missionarskopf miteinander verrührt. Mmh. Ja, sieht schlimmer aus, als es ist. Sieht doch scheiße. Es ist rot. Und mit dem, das kommt danach gleich rein. Da rein? Ja. Da und da. Ja. Wann? Demnächst. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das ist jetzt quasi der Vlog vom Neusiedlersee. Ich weiß nicht, ob bei Sebi auch irgendeiner kommt. Ich muss ihm erst noch den Computer reparieren, damit er schneiden kann. Weil er verpeilt hat, das am Montag so machen zu lassen. Auch hast du. Habe ich nicht. Haben wir eigentlich Kräuter? Wir haben Pfeffer. Das Salz. Pfeffer traue ich auch. Und noch mehr Pfeffer und Salz. Jetzt kommt das Wichtigste. Ist das irgendeine Produktplatzierung? Tatsächlich nicht. Ich hoffe nur, dass das alles so. Okay, ich brauche doch eine Suppengelle. Ich glaube, wir brauchen mehr Wasser. Nein. Jetzt haben wir das Ganze noch mit Käse überbacken. Ich meine, ich brauche viele Nudeln, aber für irgendwas muss man ja auch satt werden, gell? Ja. Weil es gut schmeckt. Es ist halt jetzt fleischlos. Oh, kann es schon mal nicht gut schmecken. Ja, es sind super Nudeln halt auch, oder? Ja, die sind super saugfähig. Das Ding ruft mich so hoch. So viel. Muss reichen, oder? Ich weiß nicht, ob das da hinten ankommt. Deswegen mache ich das jetzt auch. Muss reichen, oder? Bitteschön. Halt, wo ist denn das Mikrofon? Wie kann man so arbeiten? Oh Gott, sie sind ja richtig vorbereitet. Haben wir einen Eimer für Fische? Gut, dann halten Sie mal. Ich hol schon einen. Ich weiß aber, wo einer steht. Ja, es steht eher nach vorne. Nein, die sind alle am Löcher. Wir haben die Löcher. Ich weiß auch nichts. Yeah. Willkommen zur Fortsetzung von So angelt man richtig. Sie sehen jetzt schon den größten Fehler, den man machen kann. Nämlich die Fische schon vorher satt machen. Dann brauchen wir eine gescheite Zange, die Sie jetzt gleich sehen. Und zwar die. Dass wir den Fisch auch wieder losbekommen. Und falls wirklich ein Arm ist, dann haben wir sogar noch ein Netz. Somit ist das besser vorbereitet als das letzte Mal. Ja, nur ich bin nicht sehr zuversichtlich. Ich auch nicht. Wir haben übrigens auch nichts vorbereitet, was wir die Zeit überbrücken könnten. Ich schon. Was denn? Nennen wir es mal Traubensaft. Ach so, das Fischfutter treibt übrigens Richtung weg. Synchronisation, die zweite. Voll, das ist die dritte. Synchronisation, die 327. Der Skilli kann nicht zählen. Und Sie sehen den Sebastian im Anflug auf die Visage, auf die Kamera und daneben. Das war urknapp. Ich bin gespannt, wie das dann hinten in der Aufnahme ausschaut, wenn die Bälle da vorbeifliegen. Ein Trefferbild verschlechtert sich, wie erklären Sie sich das? Ich brauche wieder was zum Trinken. Ach so. Soll ich mich als Ziel dahinter stellen, dass es funktioniert? Es muss auch so gehen. Ach so, also wenn du dich jetzt einlässt, verstehst? Mit am Hahn hier hinten. Und dabei mein Stativ wegschleuderst, dann bist du mein Mann, verstehst? Jo, okay, also folgendes. Die Sonne geht gleich unter. Und ich habe jetzt hier ein Stativ dabei. Die Beleuchtung ist unter aller Sau. Jetzt ist sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel besser. Nur, wir bauen jetzt gerade die Leiter auf. Sehen Sie hier. Und dann gehen wir jetzt aufs Dach.
und ich hoffe, dass ich irgendwie eine Zeitrafferfunktion auf diesem Camcorder entdecke, indem ich irgendwie Bilder schießen kann automatisiert oder ich drücke alle 2 Minuten auf den Auflöser. Mittels Stativ sollte dann das Bild wenigstens nicht verwackeln. Gut, dann gehen wir mal hoch. Nee, du bist im Weg. Aber es geht wirklich, wenn es voll dran hält. Ja? Eine Ente. Okay. Ich kann noch den Vogel. Sebi, ich glaube, mein Hemd ist auch einfach zu dick. Ja, machst du das? Ich bin im Weg, glaube ich. Okay, ich hatte schon eine richtige Lampe mal gemacht. Hallo!